Jo, mein Freund, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist auch alles klar und ja, heute gibt es ein FAQ-Video. Vorneweg, letzte Woche habe ich die Watt für Spaten Kinderfolge entfernt, weil ich habe hunderte von Nachrichten auf Instagram bekommen, dass ich bitte das Video rausnehmen soll. Aber diese Leute haben mich so sehr genervt, dass ich dieses Video wieder reuploaden werde. Die Watt für Spaten Kinderfolge von Samstag kommt am Mittwoch um 18 Uhr wieder online, damit ihr Bescheid wisst. Ja, kommen wir auch schon zur ersten Frage. Rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Bist du gerade zufrieden mit deinem Channel? Ganz ehrlich? Ja. Auch wenn ich jetzt kein krasses Wachstum habe, es reicht mir. Warum hast du immer den gleichen Haarschnitt? Ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Standardtyp. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will immer dasselbe haben. Ich möchte mich nicht verändern. Und ja. Willst du irgendwann auch ein Musikvideo drehen? Hey, wie kommt ihr auf sowas? Wieso machst du nicht viel mit anderen YouTuber? Ach Mann, das heißt mit YouTubern, weil alle anderen YouTuber Blender sind. Jan Beauty Kanal? Nein, ich werde jetzt nicht nach unten rennen und irgendwas in meine Toilette schmeißen. Diese Zeiten sind vorbei. Was für ein Auto fährst du? Einen Opel Corsa mit Sportauspuff und Chromfelgen. Nein, Spaß, ich fahre keinen Corsa und das soll auch kein Freund gegen Leute sein, die einen Corsa fahren. Scheißegal, was ich fahre, Freunde, Hauptsache ich komme von A nach B. Bist du in real auch so aggressiv wie in deinen Videos? In Klammern ernst gemeinte Frage. Bist korrekt, bra? Oder bra? Naja. Ja, leider. Hast du deine Stimme wieder, Habibi? Ja, Habibi, ich habe meine Stimme wieder. Ohne Scheiß, das war so ekelhaft, ich hatte einfach 2 Wochen meine Stimme nicht mehr. Kennt ihr das, ihr googelt eure Krankheit und am Ende steht im Internet immer, dass ihr Krebs habt? Ich dachte, ich habe Lungenkrebs. Gott bewahre. Würdest du eher jemanden traurig machen, indem du die Wahrheit sagst, oder jemanden glücklich machen, indem du lügst? Ich würde das Erste nehmen, denn was bringt mir das, wenn ich jemanden anlüge und er davon am Ende nichts hat und es halt gelogen war? Zeig mal. Oh Gott. Dein erstes Bild, wo du mit YouTube angefangen hast. Das ist keine Frage, das ist ein Appell, das ist eine Aufforderung. Aber nein, kann ich gerne machen, hier. Oder nee, lieber hier. Ja, ich weiß, ich bin immer noch der hässliche Typ von damals. Schaffe ich es diesmal, seit 500 Abos einmal in dein F&A reinzukommen? Ja, Bruder, du hast es geschafft. Endlich. Aber ich glaube nicht, dass du mir seit 500 Abonnenten folgst. Seitdem er Geld macht, nur noch Gerold Steiner. Oh, haram, ich muss mit rechts trinken. So ein Scheiß, das stimmt nicht. Guter Grund, um deinen Merch zu kaufen. Jeder, der sich etwas von meinem Shop kauft, kann mir gerne auf Instagram schreiben, denn ich rufe diese Person gerne an. Und demnächst werde ich auch bald Leute besuchen, die was von mir gekauft haben. Das werde ich vervloggen. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Leben? Ja, Mann, hardcore. Ja, in letzter Zeit höre ich immer mehr Stories und Nachrichten von Bekannten, dass halt eine gewisse Person einen Nervenzusammenbruch hatte, dass eine gewisse Person Krebs bekommen hat und dass auch von gewissen Personen das Kind verstorben ist. Ja, Freunde, ich weiß, sowas passiert alltäglich, aber wenn es halt Leute sind, die du kennst oder mit denen du halt über Ecken irgendwie zu tun hast, ja, nimm dich das schon ein bisschen mit. Deswegen seid für alles dankbar, Freunde. Gab es eine Person, bei der du es bereut hast, in Klammern aus Mitleid, sie in deinen Videos gedisst zu haben? Ey, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es schon bei so vielen Leuten bereut, ne? Deswegen will ich diese Leute auch gar nicht kennenlernen, die ich in meinen Videos hatte. Denn dann tun die mir noch mehr leid und dann will ich die Videos eventuell rausnehmen. Mach ich aber nicht. Was hältst du von YouTube-Beef? Finde ich cool. Bald fange ich wieder ein YouTube-Beef an mit einer Transe. Nee, Spaß beiseite. Sowas unterhält irgendwie einen am meisten. Wenn man ein persönliches Problem mit einem YouTuber hat, kann man es persönlich klären oder man kann es auf YouTube verbreiten. Jedem selbst überlassen. Ich hatte ja schon mehrere Beefs auf YouTube und eine Person ist wirklich ein Bastard. Ohne Scheiß, er ist so ein Bastard. Ich würde jetzt gerne diese Story auspacken. Mache ich aber nicht. Vielleicht mache ich das irgendwann. Mich fuckt das nur ab, dass Leute irgendwie immer auf krass machen und dann halt über Ecken. Naja, scheiß drauf. Dieser Moment, wenn er schon wieder sagt, dass jetzt wieder regelmäßiger Videos kommen. Hahaha, bester Mann. Ja, ich weiß, ich bin der schlechteste YouTuber. Jan, aber findest du auch, dass du ein bisschen anders aussahst als früher? In Klammern vor 5 Monaten. Sag doch direkt gestern. Ja, ist doch okay, ich habe zugenommen. Ist doch gut, weiß ich. Was ist aus Saskia geworden? Wisst ihr was? Ich erzähle euch jetzt die Story von Saskia. Ja, ich werde immer noch mit Saskia assoziiert. Aber Saskia ist schon seit 1,5 Jahren nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Das hat auch einen Grund. Ne, Spaß beiseite jetzt. Ich habe diese Saskia-Flasche wirklich geliebt. Nicht nur die Flasche, sondern auch den Inhalt. Also das Wasser. Ihr müsst da mal auf eure Saskia-Flaschen schauen, da steht immer eine Quelle. Und ja, irgendwann gab es diese Quelle Kekel nicht mehr. Er stand da, glaube ich, Quellbrunnen oder so. Und dieses Wasser kann ich nicht trinken. Es schmeckt mir einfach nicht. Es ist einfach nur ekelhaft. Und ich habe schon gegoogelt und so, ob man irgendwo noch Saskia Kekel in irgendwelchen Städten kaufen kann. Kann man aber nicht. Guck mal jetzt mal ohne Spaß. Gibt es da draußen irgendeine Stadt, wo es noch Saskia Kekel gibt? Schreib mir bitte auf Instagram. Schick mir ein Bild von Saskia Kekel. Bitte. Ich fahr zu dir hin und hol mir diese Flasche höchstpersönlich ab. Naja, und seitdem trinke ich Sprudel, Freunde. Was soll ich machen? Aber es gibt halt Saskia Kekel nicht mehr. Und bitte assoziiert mich nicht mehr mit Saskia. Diese Saskia ist vorbei. Das Thema ist abgeschlossen. Das Kapitel hat ein Ende. Wie schaffst du es, trotz diesem hohen Druck immer noch so locker zu bleiben? Also dieses Hin und Her von Stadt zu Stadt. Hast du überhaupt noch einen normalen Schlafrhythmus? Also ich habe keinen hohen Druck. Hin und wieder fahre ich nach Aachen und bin halt nur unterwegs, wenn Merz seine Club-Gigs hat und ja, da bin ich gerne dabei und nehme das halt gerne für euch auf. Aber sonst bin ich meistens zu Hause, Freunde. Ihr wisst doch, ich bin ein Vampir. Es ist hier immer dunkel. Bruder, würdest du für nichts auf der Welt wieder mit FIFA-Videos anfangen? Ihr habt mein Leben gefickt mit FIFA. Ich weiß, ich habe euch das immer wieder versprochen, FIFA-Videos zu drehen. Und wisst ihr was? Ich bin der größte Hund, wenn ich Samstag kein FIFA-Video hochladen werde, okay?
Ich bin der größte Hund. Also, Mittwoch kommt die Wattwischbacken-Kinderfolge um 18 Uhr und Samstag gleich ein neues FIFA-Video hoch, okay? Versprochen. Wieso bekomme ich immer erst nach einer Stunde die Benachrichtigung, dass Jan ein neues Video hochgeladen hat? Ich habe dieses Video heute, also am Samstag um 10 Uhr morgens hochgeladen. Kommentiere mal bitte, wann mein Video halt in deiner Benachrichtigung ankam. Das würde mich richtig freuen. Und ja, demnächst nehme ich noch ein Video, wo ich auf Hate-Kommentare eingehe. Ich kann dich ja mal eins vorlesen. Inhalt dieses Videos. Du Hurensohn, bitte weniger Kreativität und konstruktive Kritik in deinen Videos. Sag wirklich viel über deine nicht vorhandene Intelligenz aus. Du kleine Schlampe. Ja, Freunde, das nehme ich dann auch demnächst auf. Ist halt nicht so ein großer Aufwand. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich habe lange nicht mal so ein Video gemacht. Hat Spaß gemacht. Ohne Spaß, war mal wieder so chillig, wisst ihr, wie ich meine? Dieses Video wird nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weiß ich. Aber wie gesagt, Mittwoch kommt die neue Wattwischbacken-Kinderfolge, die ich am Samstag rausnehmen musste. Und Samstag kommt ein neues FIFA-Video. Und darauf die Woche gibt's Beef mit einer Transe, damit ihr Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. Schalte das Video bitte jetzt ab. Schalte es ab. Du hast immer noch nicht abgeschaltet. Ich fick mein Deutsch.